Wenn ich jetzt Spinnen finden würde, dann könnten wir uns ein Bugnet machen. Also hier gerade so eine Dämmerung, sieht das saugeil aus. Diese leuchtenden Farben von den Birken. Dann könnten wir uns ein Bugnet machen und ein paar Bienen einsammeln. Das wäre auch nicht schlecht. Aber im Winter sind die auch inaktiv. Hier wäre auch ein netter Platz für ein Lager gewesen. Egal, wir haben jetzt da unten angefangen. Das wird sich jetzt auch nicht ändern. Mit dem Weg gleich dran. Sie überlegt jetzt, ob sie umziehen soll. Nein, wir bleiben jetzt... Oh, Chesty! Chesty! Chesty, alte Socke! Der Chestmaster! Chesty! Oh, ich hab dich so vermisst! Lass dich knuddeln, du alle Kiste! Lass dich knuddeln, du alle Kiste! Hi, Chesty! Chesty! Cool! Ach, dieses Spiel macht es einem echt nicht leicht, sich von ihm zu verabschieden. Chesty, du alte Socke! Oh, wir brauchen Holz. Chesty! Yeah! Mein Chestmeister ist wieder da! Huhu! Mann! Ja, sie flippt aus. Ich finde das so geil. Chesty! Den habe ich schon lange nicht mehr gefunden. Ah, ist das cool. Oh, was ist denn hier los? Maulwurfsversammlung? Tatsächlich, was ist denn hier? Okay, wir müssen mal ein Feuer machen. Mann, Chestmeister, du alte Socke, du! Das finde ich cool. Also, das ist ja nun ein sehr... Wow, was ist denn hier los, ey? Das ist ja nun ein sehr, sehr... oh. Hat du Möhrchen? Hier. Man ist ja in Don't Starve sehr alleine und auf sich alleine gestellt. So ist das nun mal im Survival-Spiel. Aber wenn man dann sowas wie einen Chestmeister findet. Mann, du olle Puzzletruhe, du. Das ist dann schon cool. Muss ich sagen. Cool. Können wir hier irgendwas auskramen? Ist ja irgendwas Nettes drin? Ein Stein. Naja, besser als nix, ne? Ja. Ja. Sie klingen immer so ein bisschen wie, wie heißt der, Maulwurfen? Mit Autschen. Und Rapante, Rapante. Ja, ja, von wegen. Ey, da lass ja noch Argspuren, ne? Ja, ich weiß, wir könnten die jetzt auch abschlachten hier. Nein, mache ich jetzt nicht. Ich will jetzt noch ein bisschen weiterlaufen. Oh, ich bin so froh, dass ich Chesty gefunden habe. Mann, du alte Fusseltruhe. Und wir brauchen ganz dringend... Nee, wir brauchen doch nicht. Ich dachte, ich hätte kein Holz mehr. Chestmeister, komm schon. Lass uns Gassi gehen. Laufen, tun, machen. Und eigentlich würde ich ganz gern Büffel finden, verdammt nochmal. Und das sieht jetzt so warm aus. Oh je. Hoffentlich kriegen wir jetzt keinen Hitzeanfall hier. So. Dann lüft die mal noch ein Beten. Den Langhasen, aber keine Büffel. Ich brauche Büffel. Büffel. Ich brauche Büffel. Ah, oh, das habe ich vermisst. Dieses Boinki, 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 Boinki. Mann, den habe ich schon lange nicht mehr gefunden in Don't Starve. Und das jetzt, wo ich dann eigentlich dann da auch bald mit aufhören will. Ja, liebe Flowers. Komm, wir machen noch ein paar Ropes. Wetten, die verbrennen wir irgendwie demnächst mal wieder in der Kiste. Und dann habe ich die alle umsonst gemacht, diese ganzen Ropes, ey. Ah, Büffel! Wir haben Herbst. Ja, genial. Die sind auch nicht brünftig. Aber ja. Oh, dann hätte ich auch scheren können, ne? Shit, jetzt habe ich keine... Ach,
Ich bin ja so ein Spezi. Dann hätte ich ja doch einen Razor machen können. Ja, Büffel. Oh Mann, super. Das ist ja, das läuft ja jetzt wie geschmiert hier. Dann nehmen wir jetzt ordentlich was mit an Scheiße. Alles, was wir kriegen können. Also, irgendwie hat das Spiel auch jetzt mitgekriegt. Es hat eine Antenne dafür, dass ich damit aufhören will. Und jetzt kommt es hier mit solchen Sachen. Ein Herbstanfang scheint ja auch nicht das Schlechteste zu sein. Auch wenn dann der Winter als nächstes kommt. Aber, muss ja sagen, ne? So geht's scheiß, was das Zeug hält. Los, macht schon. Ich brauche eure Häufchen. Ah, oh, super. Nicht schlecht. Aber nichtsdestotrotz, ich hätte ja auch gleich... Oh, das ist so doof. Ich habe jetzt auch kein Gold dabei, nix. Total blöd, Mensch. Ja, das ist auch toll, ne? Ich stopfe Chester die Scheiße in den offenen Rachen. Das ist ja ganz allerliebst. Aber Wilson ist ja auch mit der Hand, mit der er jetzt die Scheiße aufsammelt. Also, naja. Wollen wir mal nichts sagen. Das Häschen lebt aber auch hier so fett in unserem Rucksack, ne? Immer wenn es hungrig wird, kriegt es eine Möhre in den Hals gestopft. Also eigentlich kann sich das Häschen freuen, dass es gefangen hat. Noch. Aber nicht mehr, wenn ich es dann ganz doll kuscheln muss. Das klingt jetzt falsch. Ich wollte eigentlich... Nicht sagen, dass ich es nie den Hals umdrehen muss, aber wenn ich das nicht sage, klingt es auch falsch. Ach ja. Naja, wenn man so will, kann man ja aus allem was Zweideutiges heraushören. Mann, Chestmeister, du alte Fusselkiste, ich find das geil. Und oh, meine. Toll, die werden schlecht. Komm, dann bastel ich vorher noch so ein Pretty Parasol draus. La 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 la. Dip dip di 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 di. Oh, Entschuldigung. Ich muss gleich husten. Das rächt sich. So scheißt, was das Zeug hält, ihr kleinen Büffel. Ihr kleinen Büffel. Und jetzt wird's dunkel. Di, 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 di. Häufchen, Häufchen, Häufchen. La 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 la. Warum ist die Musik aus? Oh Mann, ich hätte die alle scheren können. Wie weit sind wir vom Lager entfernt? Gar nicht so weit, ne? Ich glaube, dann renne ich gleich zurück. Fang schon mal an. Fang schon mal an, vielleicht ein paar Felder zu bauen. Das muss ja auch noch alles wachsen. Da ist ein Häufchen. Da ist ein Häufchen. Und ich muss dann ja auch mal... ja, ihr müsst Häufchen machen und nicht mehr. Ich muss dann ja auch mal anfangen, mir das andere Equipment zu bauen, ne? Deswegen mache ich ja schon mal die ganzen Ropes hier. Weil ich dann ja Dryen Wax und einen Crockpot und all sowas brauche. Ganz wichtig. Oh, cool. Dann müssen wir noch ein bisschen Holz unterwegs sammeln. Ja. Stein können wir ja auch mal irgendwie mal mitnehmen. Und Holz. Stein und Holz brauchen wir gleich nochmal eben. Oh, ganz ehrlich, so macht das echt wieder richtig Spaß. Oh, don't start, sei verflucht. Wir haben noch keine Spinnen gefunden, ne? I'm so hungry. Ach Mensch, du bist aber auch immer nur am Meckern, Wurzen. Geh weg. Ich muss Felder bauen. Holz, 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 Holz. Oh, komm her. Dann machen wir jetzt hier... Können wir uns das leisten?
Ja, komm, ich bin großzügig. So, dann sammeln wir hier jetzt nochmal schön ein. Nehmen wir nochmal ordentlich Gras mit. Nehmen wir nochmal ordentlich Gras mit, ne? Und ziehen uns dann was rein. Ey, das wird voll cool, Mann. Mann, das hieß nicht ganz schön Hunger. Ups. Ja. Oh, ich will Chesty jetzt nicht stören. Komm hier, du olle Hase. Zu Hause kommst du an Steinweg, das sage ich dir. Wenn wir dich schon so großzügig durchfüttern. Ja. Wir brauchen gleich auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Das können wir aber auf dem Heimweg mitnehmen. Ja. So, nun komm. Wird wieder hell. Oh, du hast schon wieder Hunger. Mann. Das rutscht bei dir aber so durch, ne? Ja, gut. Gekochte Beeren. Würde aber wahrscheinlich bei jedem durchrutschen. Na komm. Ja, komm. Dann darfst du den Magen mal wieder ordentlich voll hauen. Das kann aber nicht gut sein. So viele Beeren. Ja, gut. Dann werden wir im Lager noch ein bisschen Mischwald anpflanzen und ich muss das ein bisschen auseinandernehmen. Ich will ja nicht, dass na, wieder alles brennt und alles verbrennt daneben. Ach, guck mal, was wir da oben haben. Aber da bin ich ja weit entfernt von. Ich weiß auch gar nicht, wie das in der. Ich bin ein Spezi. Ich weiß gar nicht, wie das in der normalen Welt ist, wenn man nicht durch die Mexo-Maschine. Ja, toll. Okay. Naja, was soll's. Wir wollen uns mal nicht aufregen. Wir haben jetzt relativ wenig Regen gehabt. So, Holz brauchen wir unbedingt. Thanks for the protection from the elements tree. Ja, nicht mehr lange. Mann, sind wir dankbar. Da wird gleich abgeholzt. Da oben ist noch ein Häschen drin. Hallo, kleines Häschen. Zack. Oh, das hat Hunger. Das hat. Ach, die können da auch verhungern. Also, habe ich den anderen Hasen, habe ich rausgenommen. Ja, das ist der, den wir im Inventar haben, uns rumtragen. Oh Gott, das wäre jetzt fies gewesen. Und so ein kleines Skelett da drunter. Oh Mann, wie fies. So, Holz brauchen wir auch noch ordentlich. Das können wir umpacken. Boing. Ja, wir brauchen unbedingt noch was, weil wenn wir gleich unsere ganzen Sachen da bauen wollen, dann brauchen wir ganz viel Holz. Schaufel? Ja. Fürchte dich, kleines Karnickel. Ich baue jetzt Dryenracks. Fürchtet euch fürchterlich, gar fürchterlich. Oh. Oh. Stale Morsel. Oh, das passiert also, wenn man die nicht rechtzeitig. Oh Mann. Shit. Oh je. Okay, jetzt muss ich wirklich ganz schnell einen Ryan-Nikes bauen, ne? Verdammt. Also nützt das gar nicht, so weit entfernt ganz viele Fallen aufzubauen, weil die da ja dran sterben. Das ist jetzt aber zwiespältig. Pass auf. Nein! Chester. Open Chester. Pass auf. Nimm mal eben das. Ich brauche Scheiße. So, eine Basic Farm. Dafür brauchen wir eine Alchemie Engine. Wäre mir aber eigentlich lieber. Eine Basic Farm ist Schmonsens. Oh. Ach, die werden dann schlecht und dann werden sie zu Morsel. Ist aber auch irgendwie ein bisschen merkwürdig.
noch mehr Kanickels hier rumfliegen. Pass mal auf, habe ich noch Platz hier in der Chest? Ja. Ich mache sie jetzt erstmal hier rein. Ich muss nur dran denken, dass ich die zwischendurch theoretisch füttern müsste, damit sie wieder nicht kaputt gehen, ne? So, weiter im Text. Ja, dann bräuchte ich eine Alchemie-Engine. Oh Mann. Electrical Doodad. Okay, also ich brauche Cutstones. Das Gold habe ich hier drin, oder? Ja. Okay, pass auf. Das heißt, ich brauche davon zwei Stück. Eins. Zwei. Kann ich die zwei tragen? Nimm mal eben bitte. So, pass auf. Und dann vier Boards. Boards. Kann ich natürlich auch wieder nicht tragen. Ja, schön. Vier Stück habe ich gerade eben gesagt, ne? Ich glaube ja. Drei, vier. So, und jetzt können wir uns die Alchemie-Engine bauen. Die baue ich jetzt hier hin. So. Zack. Und Improved Farm. Die kommt dahin. Das ist total bescheuert, das auseinanderzuziehen. Aber nachdem ich gesehen habe, was passieren kann, wenn sich hier irgendwas entzündet. Eisschrank wäre auch nicht schlecht. Fangen wir jetzt erstmal damit an. So, dann kommt hier noch eine Improved Farm hin. Ich hasse das. Ich habe normalerweise mal ganz gerne alles nebeneinander stehen. So ganz fein, ordentlich, säuberlich. Chester, du hast noch Scheiße. Können wir noch einen bauen oder fehlt uns was anderes für? Es fehlt uns Stein. Okay. Gut. Oh, no! Nee, die kann ich jetzt noch gar nicht gebrauchen. Puh. Wir brauchen Kohle für Dryon Max. Verdammt, und die werden mir schlecht. Ach komm, ja, dann kochen wir die eben. Ganz schnell. Oh Mann. So. Zack. Ja, did you hear that? Ich hör's, ich hör's, ich hör's. Komm, wir planten mal eben, bevor uns die schlecht werden, planten wir mal eben hier so zwei, drei Stück hin. Und es wird uns ja, alles andere wird uns jetzt auch schlecht. Verdammte Scheiße. Entschuldigung. Ach was, fuck it! Oh Mensch, die kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen, die Biester. Habe ich da was gepflanzt? Ja, habe ich. Oh Mann, damn it! Muss man ganz schnell denken. Ganz schnell denken. Klingt so bescheuert. Oh Mann, ich muss ganz schnell denken. Ganz schnell. Komm her, bevor mir die schlecht werden, kriegt noch jedes Kanickel, kriegt jetzt hier nochmal eben eine Möhre. Du auch. Ich hoffe, dass mir dann die hier nicht so schnell schlecht werden. Und dann kochen wir noch ein paar ab. Kochte Möhren essen die nicht, ne? Ja, ich weiß, ich höre es doch, Wilson. Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann es nicht ändern. Mal ein bisschen Ordnung reinbringen hier. Dann müssen wir vor denen wegrennen. Nützt nichts. Ich hoffe, dass die erst morgen früh kommen. Also am nächsten Tag. Ich mache jetzt was ganz Fieses. Für euch, aber auch für mich. Ich mache jetzt hier ein Aufnahmeende und dann gucke ich mal, was ich sage, wenn ich dann das nächste Mal mich wieder einlogge. Bis hierhin, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissy.